Starten wir mit deinem offensichtlichen Wunsch. Du möchtest ein Bild kreieren, also vielleicht eine Landschaft zeichnen, ein Porträt malen oder eine Einladungskarte gestalten. Das Motiv und die Inhalte stehen für dich optimal schon fest und auch die Art der Ausführung, also zum Beispiel Buntstifte, Aquarell, Gouache und so weiter. Jetzt geht es darum, dein Bild bzw. deine Bildinhalte optimal in Szene zu setzen, damit dein Bild bestmöglich wirken kann. Und hier kommt die Bildkomposition ins Spiel. Diese umfasst drei Bereiche, welche sich gegenseitig beeinflussen. Diese sind: erstens das Format deiner Vorlage, also wie groß ist dein Blatt, deine Leinwand, zum Beispiel A4 oder A3 Format, hoch oder quer oder quadratisch, oder du definierst deine eigene Größe. Das Format kannst du nach deinem Motiv ausrichten oder umgekehrt. Du kannst dein Motiv an ein vorgegebenes Format anpassen. Zweitens die inhaltliche Bildgestaltung. Was oder wer spielt in deinem Bild die Hauptrolle? Das kann eine Person sein, eine groß angelegte Farbfläche oder eine besondere Perspektive und vieles mehr. Das ist an sich schon ein sehr großes Thema und zu diesem Punkt gibt es ganz viele Gestaltungsprinzipien. Ich werde hier nur auf ein paar kurz eingehen, welche in diesem Kontext meiner Meinung nach am relevantesten sind. Und Nummer 3, das eigentliche Top-Thema dieses Videos, das Bildraster. Das Bildraster gibt dir eine Orientierung, wo und wie du deine Bildinhalte optimal arrangieren und aufteilen kannst. Es hat auch einen großen Einfluss auf deine Bildgestaltung. Ich beschränke mich hier nur auf 3 Rastervorlagen, die du aber auf 99% deiner Werke problemlos anwenden und gute bis sehr gute Resultate damit erzielen kannst. Diese 3 Raster sind die Drittelregel, zentrierte Symmetrie und die diagonale Linie. Jetzt wirst du vielleicht sagen, jaha, Moment, was ist denn mit dem goldenen Schnitt und der Fibonacci-Spirale, auch goldene Spirale genannt? Die beiden sind doch die Top 2 überhaupt. Ja, das sind sie. Und sie sind es gleichzeitig auch nicht. Denn erstens sind das alles nur Empfehlungen und keine in Stein gemeißelten Regeln. Und zweitens möchte ich dir hier wirklich einfach anwendbare Anregungen geben, die du jederzeit ohne Hilfsmittel rasch und simpel anwenden kannst. Und dennoch steht über all diesen technischen Aspekten und Prinzipien immer das eine, das Künstlerische. Und zwar ist es diese eine Frage. Was für eine Emotion oder vielleicht passender, was für eine Stimmung möchtest du mit deinem Werk transportieren bzw. vermitteln? Und das kann sich auch um eine Auftragsarbeit handeln, aber auch als Frage an dich selber. Wie soll mein Werk zu mir sprechen? Wie möchte ich es für mich wirken lassen? Soll es ein ruhiges, harmonisches Bild werden? Soll es geheimnisvoll wirken oder dynamisch und kraftvoll und so weiter? Und die Betonung ist hier wirklich auf die Emotion, also Stimmung. Und nicht auf den Inhalt, zum Beispiel Stillleben mit Blumen. Weil die Bildkomposition hat nichts mit der Generierung des Inhalts zu tun. Das ist eine konzeptionelle Phase, die davor stattfindet. Sondern die Aspekte der Bildkomposition helfen dir nur, die Bildwirkung zu verdeutlichen und zu verstärken. Und von hier aus startest du nun deine Reise. Fangen wir erstens mit dem Format an. Und zwar ganz einfach hier nur als Beispiel mit dem gängigen A4-Format. Wenn du vielleicht unterwegs bist und weite Landschaften zeichnen möchtest, dann nimmst du dazu das A4 im Querformat. Soll es ein Kirchturm sein oder ein Mensch oder ein Porträt, dann nimmst du das A4 im Hochformat. Und so fängst du bereits mit der Komposition an, indem du Form und Inhalt miteinander verbindest, um so beides optimal auszuspielen. Soweit, so gut. Das Spezielle ist hier aber, dass du, egal ob du draußen zeichnest, im Atelier oder zu Hause, du dich deiner Vorlage in kleinen Vorabskizzen annähern solltest. Das mag dir jetzt vielleicht komisch vorkommen, weil wieso Skizzen, wenn du direkt in einen kleinen Aquarellblock spontane Arbeiten erstellst? Macht dieser zusätzliche Aufwand überhaupt Sinn? Ja, macht er. Darum empfehle ich dir, ein kleineres Skizzen- oder Schmuddelheft dabei zu haben, nebst deinem regulären Arbeitspapier oder ähnlichem. Weil du dich dann noch bewusster mit deiner Vorlage auseinandersetzt, sie studierst und bereits hier, ohne groß zu korrigieren, dich schon mit dem zweiten Punkt nähern kannst. Und das ist die inhaltliche Bildgestaltung. Die kleinen Skizzen helfen dir, das Gesehene auf dem Papier zu visualisieren und dabei die Wirkung zu betrachten. Was vor deinen Augen oder auf einer Fotovorlage gut aussieht, kann sehr schnell als Skizze die Wirkung verlieren und normal oder sogar langweilig wirken. Darum bist du in diesem Stadium frei, mit deiner Vorlage so umzugehen, sie so in deiner Skizze umgestalten, dass sie auf dem Blatt Sinn macht bzw. ihre Wirkung entfalten kann. Das kann sein, dass du zum Beispiel bei einer Landschaft ganze Bäume weglässt, damit der Himmel mehr Wirkung bekommt. Oder bei einem Porträt betonst du mehr die Gesichtspartie und die Haare werden nur angedeutet oder gar
zwar überbetont. Bei beiden kann man nun zum Beispiel das Gestaltungsprinzip der Tiefenwirkung einsetzen. Bei der Landschaft wäre das vielleicht der Baum im Vordergrund, der kräftiger gezeichnet ist und der Rest wird in der Ferne abgesoftet. Ganz wie bei der Fotografie und dem Spiel mit der Blende. Die Person steht dann auch eher vorne im Bild, während der Rest in einem mittleren und hinteren Bereich langsam verschwindet. Die Gestaltungsprinzipien folgen meistens dem Motiv. Hast du vielleicht eine Fotografie mit einer Straße, so spielt es eine Rolle, ob die Straße gerade verläuft oder eine geschwungene Linie über Hügellandschaften zieht. Hier würde das Prinzip der führenden Linien zur Anwendung kommen. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und helfen den Betrachtenden, deren Aufmerksamkeit auf die wichtigen Elemente der Abbildung zu richten. Auch sehr wirkungsvoll bei Architektur oder Urban Sketching. Solche Sachen kannst du dann in deiner Zeichnung aufnehmen und extra betonen. Optimal ist es, wenn es Elemente sind, die dem Ausdruck deines Bildes entgegenkommen und es nochmals verstärken bzw. noch besser verdeutlichen. Dazu passt, nun als letztes Beispiel in diesem Punkt, die Quotenregel. Diese Quotenregel besagt, dass ein Bild visuell reizvoller ist, wenn es eine ungerade Anzahl an Hauptelementen gibt. Denn bei einer geraden Anzahl an Objekten ist man sich nicht sicher, auf welches Element man sich konzentrieren sollte. Wenn du also vielleicht eine Landschaft abzeichnest, jetzt als Beispiel, und es stehen zwei Bäume im Vordergrund und sonst nichts, dann versuch einen dritten Baum einzubauen oder ein drittes prägnantes Objekt. Oder wenn du eine Vase mit Blumen zeichnest, dann zeichne besser drei oder fünf Blumen in der Vase als zum Beispiel zwei oder vier. Wir kommen zum letzten Punkt, nämlich dem Bildraster. Und hier fangen wir mit dem absolut bekannten Mainstream an, die Drittelregel. Diese Drittelregel ist für alle Formate, also auch die quadratischen, geeignet und auch für fast alle Motive. Sie steht dem goldenen Schnitt sehr nahe, ist aber in der Idee vielleicht ein bisschen weniger harmonisch. Dafür ist es einfach verständlich. Du teilst das Bild in 9 gleich große Rechtecke, 3 waagrecht und 3 senkrecht, so wie du es am Anfang des Videos gesehen hast. Das Ziel ist, die wichtigen Elemente des Motivs entlang der Linien oder an einer Kreuzung zweier Linien zu platzieren. Wir tendieren dazu, das Hauptmotiv in der Mitte zu platzieren. Es entstehen sehr viele interessantere Bilder, wenn das Motiv mit Hilfe der Drittelregel seitlich versetzt angeordnet wird. Einige Digitalkameras haben sogar diese in den Einstellungen eingebaut, um den Motivausschnitt zu erleichtern. Der goldene Schnitt ist eine etwas kompliziertere Version der Drittelregel. Anstatt eines standardmäßigen Gitternetzes wird der Rahmen in Quadrate geteilt. Dieses ist als Phi-Gitternetz bekannt. Du kannst, wenn du möchtest, die Rechtecke dann nutzen, um eine Spirale zu zeichnen, die einem Schneckenhaus ähnelt. Sie wird als Fibonacci-Spirale bezeichnet. Die Rechtecke helfen, die Elemente im Bild zu platzieren und die Spirale gibt uns eine Vorstellung darüber, wie die Szene fließen sollte. Man könnte sie mit einer unsichtbaren Führungslinie vergleichen. Nun, starre Raster sind aber per se nicht schlecht oder gar falsch. Darum kommen wir hier zur zweiten Regel, der zentrierten Symmetrie. Diese kommt sehr oft in der Plakatgestaltung als auch im Buchcover-Design vor. Es ist eine Gestaltungsrichtlinie, die darauf abzielt, ein Gleichgewicht und eine visuelle Harmonie im Bild zu schaffen, indem das Hauptmotiv oder zentrale Element symmetrisch um eine imaginäre Achse platziert wird. Diese Technik wird häufig verwendet, um eine starke Präsenz und eine ruhige, ausgewogene Ästhetik zu erzeugen, indem das Hauptmotiv genau in der Mitte des Bildes platziert wird und symmetrisch angeordnet ist, entsteht eine visuelle Stabilität, die den Betrachter dazu einlädt, das Bild in seiner Gesamtheit zu erfassen. Bei Filmen von Regisseur Wes Anderson kommt sie sehr oft als sein typisches Stilelement vor. Auch bei relativ kleinen Formaten, wie zum Beispiel einem Taschenbuch, hat sie im Vergleich zu anderen Rastern die bestmögliche Wirkung, weil subtilere Gestaltungsraster in kleineren Formaten zu wenig Strahlkraft haben. Sie funktionieren zwar, aber nicht ganz so stark, wie wenn man das Motiv ganz ins Zentrum stellt. Die Anwendung der zentrierten Symmetrie erfordert ein sorgfältiges Abwägen von Proportionen, Formen und Texturen, um sicherzustellen, dass das Bild nicht starr oder langweilig wirkt. Ich benutze die zentrierte Symmetrie gerne mit der Drittelregel, um zuerst das Motiv ins Bild zu setzen und dann später mit der Drittelregel die inhaltliche Bildgestaltung vertieft anzugehen. Dort setze ich dann Typografie, Farben, Flächen oder Muster je nach bestmöglicher Wirkung ein. Das ist aber sehr individuell und manchmal geht der Plan auf und manchmal auch nicht. Wenn der Plan dann nicht aufgeht,
dann greife ich zum dritten Rasterprinzip in dieser Reihe und das ist die diagonale Linie. Praktisch in jedem Bild gibt es Linien. Sind Diagonalen und Linien im Bild, wandern unsere Augen den Linien nach. Liegt ein Motiv an schrägen Linien, bringt das Dynamik und Bewegung ins Bild. Je nach Richtung der Diagonalen wird eine andere Bildwirkung erzeugt. Je steiler die Diagonalen sind, desto aggressiver wirken sie. Diagonalen, welche von links unten nach rechts oben zeigen, führen unseren Blick in die Tiefe. Wir haben das Gefühl, die Linie verlässt das Bild. Fällt die Diagonale hingegen links oben nach rechts unten, empfinden wir es so, als käme die Linie aus dem Bild auf uns zu. Die diagonale Linie ist vielleicht nicht ganz so bekannt, wurde und wird aber sehr oft in der klassischen Malerei angewendet. Die Linie verläuft meistens von einer Ecke zur anderen. Man kann diese Regel ein bisschen ausbauen und zwei kürzere Linien einzeichnen, die auf der Hauptlinie im rechten Winkel stehen und jeweils die anderen beiden Ecken treffen. In diesem Fall sprechen wir von goldenen Dreieck, also von der goldenen Dreieck. Regel. Ja, das war also der kurze Exkurs, um deinem Bild einen wirkungsvollen Stups zu geben. Diese drei Rasterprinzipien sind, wie ich finde, relativ leicht zu verinnerlichen. Es wäre darum eine gute Übung, eine oder zwei Regeln immer wieder bewusst zu nutzen. Einmal nutzt du die Regel bewusst und baust dein Bild darauf auf. Ein anderes Mal lässt du alle Regeln mal komplett weg und vergleichst anschließend die Resultate. Nach kurzer Zeit setzt du diese Richtlinien selbstverständlich ein. Du fängst an, sie ganz natürlich zu verwenden, ohne dass du noch darüber nachdenken musst. Ja, ich hoffe, du kannst diese Tipps nutzen und dass sie dir helfen werden, deine Arbeiten einen Schritt voranzubringen. Ich freue mich außerdem über einen Like und Kommentar von dir. Danke fürs Zuschauen und auf bald!